Hallo, hier ist Trip Tank. Hey, Trip Tank, ich stecke ein bisschen in der Bredouille. Wissen Sie, der Gurkenfeinkostladen ein paar Türen weiter von euch? Oh ja, richtig, genau. Wie geht es Ihnen? Unsere Videokameras haben letzte Nacht aufgezeichnet, wie einer ihrer Mitarbeiter meinen Wagen rammt. Erst sah es nach einem Versehen aus, aber dann fuhr er vorwärts und rammte ihn immer und immer wieder. Und das ging ungefähr eine halbe Stunde lang so weiter. Ja, das könnte hinkommen. Sie verstehen also, in welcher Bredouille ich mich befinde. Das ist unsere Filiale gegenüber von Ihnen. Sie können sie bestimmt von Ihrer Rezeption aus sehen. Wie auch immer. Soll ich die Polizei anrufen oder können wir das am Telefon regeln? Nein, 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 nein. Ich verbinde Sie mit unserer Versicherungsabteilung. Ich muss nur eben... Was? Was zur Hölle? Ach, das ist nur ein Brownout, Mann. Oder die Apokalypse ist da und es wird Zeit, einen Dinosaurier zu satteln und zusammen mit Jesus in den Sonnenuntergang zu reiten. Nein, nur ein Brownout. Das Stromnetz muss überlastet sein. Verdammt, bei mir ist alles weg. Meine Datei ist weg. Datei? An was für einer Datei arbeitest du denn, Telefonjockey? Was? Nein, nichts. Ich weiß nicht was. Ich arbeite an gar nichts. Ach Mann, keine Panik. Ruf einfach die IT-Abteilung an. Die kriegen den Computer schon wieder zum Laufen. Ach, ich will diese Jungs nicht anrufen. Immer wenn die da sind, komme ich mir so bescheuert vor. Ja, die sind ziemlich cool, oder? Ach, sie sind einfach die coolsten. Gehen Sie nur. Willkommen in Amerika. Sagen Sie mal, Edmund, hätten Sie einen Moment Zeit? Aber sicher, Harold. Was kann ich für Sie tun? Ist alles okay? Ja, alles in bester Ordnung. Wieso? Einige dieser Namensänderungen, die Sie in den Pässen dieser Leute vorgenommen haben, beunruhigen uns ein wenig. Was meinen Sie? Nun, zum Beispiel die Familie, die eben durchgekommen ist. Wer? Die Schlampersons? Die hatten so einen blöden italienischen Namen, also habe ich ihn in etwas Einfaches geändert. Aha. Und was ist mit den Leuten davor? Die Vöglers? Die hatten so einen verrückten Namen davor. Sie hießen Sanders. Und? So geht das aber schon den ganzen Tag. Sie haben die Flittchens registriert, die Popschmidts, die Nuttenmeyers, die Prostallers, die Fotzlers und dann noch die Hurenteppichluders. Wie geht es Susan Edmund? Es geht ihr gut. Warum erwähnen Sie das? Ich wollte nur fragen, weil mir aufgefallen ist, dass Sie Peterson in Betrügersen geändert haben, Anderson in Fremdgesund. Und den Nachnamen dieser Familie haben Sie von Smith in Du verlogene Schlampe, ich werde nie wieder lieben geändert. Das gibt's doch nicht. Oh, ich habe viel um die Ohren, Harold. Ich bemühe mich, dass es nicht wieder vorkommt. Danke. Halten Sie die Ohren steif. Ihren Pass? Wie spricht man diesen Namen aus? Ise Liebe, ich sehe Schwachsinn. Willkommen in Amerika! Ich habe keine Kontrolle darüber. Es ist Mutter Natur. Matt, du kannst nicht jedes Mal eine Latte kriegen, wenn wir zum Trödelladen gehen. Das ist ja mal ein saugeiles Chili. Ach du Scheiße, guck mal! Gary! Ich hab soeben meinen Appetit verloren. Warum zum Geier gibt der denn Geld im Einkaufszentrum aus? Im heutigen Wirtschaftsklima! Was für ein Arschloch! Wir müssen Gary als das Arschloch bloßstellen, das er ist. Und ich habe genau den richtigen Streich dafür. Ja, lassen wir uns das Chili einpacken. Wow, wenn ich mir den alten Gary Bear in so einem scharfen Zwirn vorstelle, nehmt euch in Acht, Ladies. Kann ich Ihnen helfen, stinkige alte Person? Oh nein, mein Budget ist leider sehr begrenzt. Übrigens, haben Sie auch Sonderangebote? Anzüge, die sehr, sehr stark reduziert sind vielleicht? Haben Sie sich gerade ein Hemd in die Hose gesteckt? Was? Nein. Sicherheitsdienst, wir haben einen fetten Ladendieb hier. Ah ja, ist das der hässliche Drecksack, der Sie ausrauben wollte, Herr Ladenangestellter? Ja, das ist die pummelige Kackwurst, genau da. Nein, ich habe sicher nichts gestohlen. Dieser üble Abschaum wird auch von Tag zu Tag hässlicher. Sir, ich muss Sie bitten, den Inhalt Ihrer Taschen in diese Schüssel mit Chili zu entleeren. Das klingt sehr eigenartig. Sie müssen aber tun, was wir sagen, Blödmann. Wir sind der Sicherheitsdienst. Okay, na gut, meinetwegen. Aber ich schwöre, ich habe nichts genommen. Brieftasche, Schlüssel, Handy. Oh, toll, jetzt ist mein Chili ruiniert. Ich glaube, dieser fette Mann ist betrunken. Was? Nein, ich bin seit 9 Monaten trocken. Sir, ich muss Sie bitten, sich dem Shoppingcenter Alkoholtest zu unterziehen. Zwinge ihn zu singen. Ja, sing She's a Grand Old Flag, aber ersetze jedes dritte Wort durch das Wort Furz. Moment. Okay. Du bist eine Furz, alte Fahne, Furz eine hochfurzende Fahne. Lauter! Und für immer im Furz sollst du furzen. Marschiere, Fettwanz! Furz das Wappen, Furz, das Land, Furz, Liebe, der Furz von dem Furz und dem Furz. Wow, das war eigentlich ziemlich gut. Ja, das war 1A. Buh, Ladendieb! Genau, er versteckt definitiv etwas in seiner Hose. Sir, ich muss Sie bitten, hier direkt mitten im überfüllten Einkaufszentrum Ihre Hose runterzulassen. Was? Nein, das kann ich nicht. Runter mit der Hose, Fettsack! Gary trägt einen Männerschlüpfer. Was? Wartet, woher kennen Sie meinen Namen? Weil wir sind, du Idiot! Dana?
Andy, was zum Kuckuck geht hier vor? Nur der klassische, sich wie Shoppingcenter-Bullen verkleiden, jemanden als Ladendieb beschuldigen, ihn dazu zwingen, sich beim Tanzen zum Trottel zu machen, bis er die Hose runterlässt und alle Leute sehen, dass er einen Tanga mit Leopardenmuster trägt. Rachestreich! Suck it, Gary! Woo! Was? Es ist ein sehr bequemer Schnitt. Ich dachte immer, Gary wäre eher ein Boxershorts-Typ. In meinen Träumen trägt er immer gar nichts drunter. Suck it, Gary! Und als der Strom wieder anging, war meine Datei einfach komplett verschwunden. Deswegen musst du den Shit immer in der Cloud speichern, Alter. Und immer schön eine externe Festplatte fürs Backup dran klemmen. Ich weiß, die Cloud. Trip Tank. Du bist scheiße! Was? Dad? Wie geht's dir, Champ? Ehrlich gesagt gar nicht so gut, weil du gerade gesagt hast, ich bin scheiße. Ich hab mir Trip Tank im Fernsehen angesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, Junge, deine Figur ist langweilig und ziemlich blass. Du hast keine Ecken und Kanten, Junge. Denkt ihr überhaupt an eine fünfte Staffel? Nein, ich glaube nicht. Merkt man, Kumpel. Du bist scheiße! Sagtest du schon, Dad. Nein, du warst nicht gemeint, Steve-O. Ich beobachte meinen Nachbarn, der seine Terrasse umbaut. Nennst du das eine Gratverbindung? Du bist scheiße! Alles klar, ich muss auflegen, Dad. Wir sehen uns heute Abend bei Oma. Verdammt, Steve, ich habe wirklich noch nie so viel Erdnussbutter auf einer Tastatur gesehen. Ja, dann guck bloß nicht unter dem Tresen nach. Geht mein Computer wieder? Tja, deine Datei war beschädigt, aber ich konnte deinen Cache durchsuchen und etwas namens das erotische Erwachen der Lady Edith Crawley.doc wiederherstellen. Mal sehen, ob sie aufgeht. Nein, nein, das müssen wir nicht. Yep, sie geht auf. Okay, danke, großartig. Okay, das genügt. Ihre feuchten Nippel bebten beim Anblick von Lord Steves pulsierendem... Okay, danke, danke. Vielen Dank, Leute. Mach die Datei jetzt zu. Verdammt, Junge, was zur Hölle war denn das? Nichts, es ist nur... So eine Art erotische Downton Abbey Fanfiction, an der ich arbeite. Das klang nach einer wirklich eleganten Prosa, Bro. So sinnlicher Style. Ja, ihr beide scheint richtig cool zu sein. Wollt ihr nicht mit in die IT-Abteilung kommen und mit uns was kiffen? Scheiße, ja! Willst du John, Sally lieben und ehren? In Krankheit und Gesundheit, solange ihr beiden lebt? Ich will. Und willst du, Sally? Es tut mir leid, ich bin einfach so glücklich und... Oh, jetzt verläuft meine Wimperntusche. Ich mach das, ich mach das, ich mach das. Danke. Karen. Ich muss ganz tief wühlen. Oh. Ich weiß nicht mal, was das ist. Nein, 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 nicht eure Hände loslassen. Die Show muss weitergehen. Oh mein Gott, Karen, was tust du denn? Mom. Oh, meine Güte, das liegt wohl an der Aufregung, ha? Huh? Alle mal herhören, wir brauchen Wasser. Oh, Moment mal, wisst ihr was? Ich hab eine Flasche dabei. Nein. Nein. Vagina-Handtasche. Hi. Noch hallo, mein Name ist Krina. Ich liebe Sex. Bist du über 18? Ja. Gut, du bist großes Mann mit dickes Schwanz, American Cowboy. Gib deine Kreditkartennummer ein und ich mache einen sexy Tanz in deine Dell-Computer. Eigentlich hatte ich gehofft, wir könnten Sword Lords of Sorcery spielen. Ich habe alle Bücher, aber ich habe keine Freunde. Das ist Sexsache? 10 Euro extra. Nein, keine Sexsache. 5 Euro. Sword Lords of Sorcery ist ein fiktives Rollenspiel. Du bist ein Abenteurer, der magische Länder erkundet und uralte böse Mächte bekämpft. Die einzige Grenze ist deine Fantasie. 50 Euro. Abgemacht. Also zuerst müssen wir deinen Charakter entwickeln. Was für eine Art von Abenteurer willst du sein? Camgirl. Camgirl ist keine Charakterklasse. Du musst was anderes aussuchen. Mafia-Kerl der Webcam-Seite betreiben. Okay, das klingt irgendwie wie ein Dieb. Und wie lautet euer Name, tapferer Dieb? Titte. Es müsste mehr nach Fantasy klingen. Elfentitte. Okay, Elfentitte. Du stehst im zornigen Lindwurm, der zwielichtigsten Taverne in ganz Gesorth. Ein alter Mann mit einer Augenklappe sitzt in der Ecke. Er winkt dich heran und verspricht dir ein Abenteuer. Also, Elfentitte, was machst du? Ich mache sexy Tanz für Geld. Okay. Die anderen Gäste schauen zu und... Ha! Verwirrung und Beschämung! Niemand zahlt dir auch nur einen Penny! Lecker mich, ich Mittelfinger zeigen und weggehen. Bevor du gehst, winkt der alte Mann dich wieder zu sich. Bei den Göttern! Ich weiß, wo ein Dieb wie du einen sehr anständigen Lohn verdienen könnte. Ich ihm zeige ein bisschen Po und sage, gib mir Kreditkarte, alter Mann, dann kannst du sehen, ganzes Po. Ich bin Melikor, der Geheimnisvolle, und ich will nicht deinen ganzen Po sehen. Ich will dir von einem geheimen Schatz erzählen. Ich ihm zeige einen Finger und geh weg. Ah, der alte Mann packt deinen Arm, um dich aufzuhalten. Soll das Mann mich anfassen, ich ihm steche einen guten Sauger mit Nagelfeile. Warte, warte, das würde ich nicht tun, wenn ich du wäre. Melikor ist ein supermächtiger Druide. Helfen die dir keine Angst, ich ihn steche einen guten Sauger mit Nagelfeile. Na gut, aber ich würde mich nicht darauf verlassen. Was zum... Oh, ein entscheidender Schlag für... Großer Gott, Schaden 23. Du hast Melikor getötet. Ich nehme altes Mann Kreditkarte. Er hat
keine Kreditkarte. Melikor hat 7 Kupfermünzen und einen magischen Tarnmantel. Ich behalte dein Geld und schmeiß deinen Mantel in den Müll. Komm schon, du spielst es nicht richtig. Als du mir erzählen von diesem Spiel, was du sagen, ist das einzige Grenze. Deine Fantasie. Ganz genau. Also frag an mich nochmal, was Elfentitte tun. Na gut, was tust du? Ich kaufe Drogen und Lipgloss mit Geld. Was? Nein, dies ist eine mittelalterliche Fantasiewelt. Du sollen würfeln. Oh! Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten, Sir. Kann ich Ihnen ein Glas Wasser aufs Haus anbieten? Ich weiß, was das ist. Ihr legt mich nicht nochmal rein. Ah, was sollte das denn, Sie Arsch? Red, bist du das nicht? Nein, ich bin hier drüben. Haha, suck it, Gary! Woo! Suck it, Gary! Woo! Warum hat Gary den armen Angestellten angemacht? Keine Ahnung. Vielleicht hat er Garys Schwester geheiratet und nervt ihn immer ohne Ende. Ja, oder vielleicht hat er... Augenblick, du redest von mir, oder? Suck it, Gary! Ich kann jetzt nicht kiffen, Roy. Ich fahre nach der Arbeit direkt zu meiner Großmutter. Hör zu, Mann, versau mir das nicht. Ich wollte schon immer mit Chris und Alex einen durchziehen. Ich würde deiner Oma die letzte Salbung geben, um durch diese Tür zu kommen. Ich weiß. Gott, IT-Leute sind immer so cool. Ja, und aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen stehen sie auf deinen Wix-Roman. Das müssen wir echt ausnutzen. Aber meine Oma, sie darf mich nicht bekifft sehen. Hör zu, Steve. Sie haben uns hier eingeladen. Wir gehen rein. Außerdem, wie viel von dem Kraut können die hier drin denn schon haben? Ach du Scheiße! Ja, das war super! Rache wie im Bilderbuch! Ihr wart dagegen, aber ich bin wirklich froh, dass ich dieses Chili aus dem Müll gefischt habe. War außer mir noch jemand über Garys winzig kleine Unterhose überrascht? Das hatte ich nicht kommen sehen. Ich irgendwie schon. Was zur Hölle ist das? Das ist Garys Brieftasche. Die ist immer ganz nah an seinem Po. Gary hat dich dazu gebracht, mit deinem Mund seinen Po zu berühren? Gary hat mich seinen Po küssen lassen? Wie ich hasse ihn! Denn? Mach dich gefasst, Gary, denn du wirst bald richtig abkacken, mein Freund. Und dann hast du für den Rest deines Lebens verkackt. Suck it, suck it, suck it, suck it, suck it, Gary! Suck it, suck it, Gary! Ich habe genau das Richtige dabei. Ich bewahre es in meiner Tasche auf, falls meine Nichte und mein Neffe zu Besuch. Na, da haben wir es schon. Bitte schön, mein Kleines. Oh Gott, nein, danke. Das braucht euch doch nicht peinlich zu sein. Babys weinen doch immer zu. Und Tante Karen rettet den Tag. Vagina-Handtasche. Na, sieh mal einer an. Was haben wir hier? Bist du wieder auf Baumwolle, du Idiot? Ha, was, Mann? Ha, es ist unter Kontrolle. Es ist alles gut. Gib her. Gib wieder her. Fadendichte 800. Bei deinem letzten Rückfall habe ich dich auf 500 runtergebracht, Anu. Wie viel muss es diesmal sein? 1000? 1500? Was, Alter? Ich hab's unter Kontrolle. Es ist gar nicht so wie letztes Mal. Also, dieses Mal ist es anders. Es ist nicht dasselbe Mal. Gib es mir. Nein! Oh, du musst mir helfen. Alter, kalter Entzug ist der einzige Weg, um die von Bettbezug-Trip runterzuholen. Vertrau mir. Und wenn es sich anfühlt, als ob Insekten über deine Haut krabbeln, keine Panik, das sind nur Entzugserscheinungen. Es sei denn, sie fühlen sich an wie Bettwanzen. Das sind Bettwanzen. Eins und zwei und drei, push it. Oh, Sekunde mal eben. Hey, kleiner Kumpel, wie geht's uns denn? Alter Schwede! Scheiße nochmal, Dicker. Es sind Bettlaken. Anu, komm schon. Wo bist du? Zeig dich, du kleiner Scheißer. Sie kommen so spät. Er ist weg, Mann. Ihr Kollege war loco. Bettelte um meine höchste Fadenzahn, Mann. Er sagte, er könne damit umgehen, Schwanzlutscher. Was haben sie ihm gegeben? Kein Bett, kein Bad. Ihr Freund, er wollte noch weitergehen. Oh, es ist der Hammer. Nein, Sie Idiot! Die geringste Berührung und Sie rutschen ab in die tiefen, schlummernden Fänge der Engelsvagina. Fadendichte 10.000, gewebt aus mit Opiummilch gefütterten Albino. Was zur Hölle, Mann? Ich gehe jetzt in die Vagina von meinem Kumpel. Lasst mich in Ruhe mit dem Scheiß. Ich mach Pause. Das sind ja Titten. Anu, rede mit mir, Kumpel. Ich weiß, dass du hier bist.
Ein Traum in einem Traum, als wäre das was Neues für mich. Ziehen wir es durch. Ist das alles, was ihr drauf habt, ihr Willy Wonka-Mistviecher? Anu, wach auf, wir müssen dich hier rausholen. Karl, was? Raus aus meinen Träumen! Oh. Hey, lass uns raus hier! Du Schwein! Du mieses Arschloch! Lass uns hier raus! Ein Oberei, das über ein unendliches Land von Eiern herrscht. Bürger von Eiermannland! Ich bin besser als ihr alle und dafür liebt ihr mich! Ich komme heute mit großartigen Nachrichten zu euch! Die Zukunft erstrahlt! Die Zukunft ist groß! Die Zukunft ist weich, warm und kuschelig! Ihr wollt nirgendwo anders sein als in der Zukunft! Es ist, als würde man verweilen in einem Tal zwischen zwei majestätischen Bergen! Ihr mögt euch fragen, wo ist diese großartige Zukunft und wie gelange ich dorthin? Ich schicke euch eine Postkarte! Gusto der Geile. Hier drüben haben wir Cranberry Crack, Myrtle Beach Indica, laktosefreie Kaffeesahne OG, dicker Schwanz OG, Hogan Familie OG, Sloppy Seconds, Kareem Abdul Chakush. Wow, ihr habt echt eine Menge Marihuana hier unten. Wo habt ihr denn die ganzen Server und so? Oh, das Zeug mussten wir loswerden. Wow, Mann, da läuft ja krass viel Saft durch das Ding. Wie habt ihr die Starkstromleitung hier reingekriegt? Das ist doch nicht vorschriftsmäßig. Da zapfen wir direkt das Stromnetz der Stadt an. Hier unten scheint die Sonne den lieben langen Tag, Baby. Oh, die Brownouts aus dem ersten Akt. Ja, vom Drehbuch her kommt das hin, ja. Jetzt lasst uns schon smoken, ihr Spacken. Oh mein Gott, was soll ich nur tun? Oh, meine Omi. Komm schon, Mann. Fackel an, das Zeug. Tut mir leid, Leute. Ich muss rangehen. Das könnte unheimlich wichtig sein. Hallo, Trip Tank. Hier ist Steve. Hallo, Steve. Die Leute finden meine Stimme gruselig. Also habe ich dran gearbeitet, das abzumildern. Ich möchte, dass du mir sagst, wie es sich anhört. Okay, leg los. Ist der Brunch um 11 oder um 11.30 Uhr? Das klang immer noch gruselig. Schauen Sie nur, all die flauschigen Miezekätzchen. Das macht mich ziemlich nervös. Komm mal, Bun. Oh mein Gott. Kann ich mir Ihren Bauernkalender ausborgen? Ich glaube, das funktioniert nicht. Könnten Sie was anderes probieren? Ich werde Sie umbringen. Und Messergriffe aus ihren Knochen machen. Besser. Oh Gott, nicht schon wieder! Lässt sich von mir scheiden und ich habe diesen Köter am Hals. Wo ist sie? Wo ist sie? Tierauftragskiller, alles aber keine Katzen. Ja? Mein Honorar ist nicht verhandelbar. Nicht auf meiner Liste. Stracciatella. Er ist gleich da drüben. Was? Du zahlst mir das Doppelte? Nein, nein! Oh, ich zahle das Dreifache! Abgemacht. Tierauftragskiller. Trottel, Hunde können nicht sprechen. Die Erinnerung an seinen geschwollenen Schwengel brannte heiß in ihren Lenden wie 1000 pulsierende Apfeltaschen. Yo, lies mehr davon, Mann. Lies schon weiter vor. Als Lady Edith den weißen Hengst bestieg, platzte ihre Bluse auf und ihre Titten sahen
total geil aus. Du schreibst voll super, Alter. Davon kriege ich einen richtig schönen Ständer. Gefällt es euch wirklich? Das ist so schmeichelhaft. Bist du sicher, du möchtest nichts haben, Steve-O? Fat Nug, Cataract Candy, ein bisschen Temple 3, Raga Daga? Nein, schon okay. Danke trotzdem. Alles gut, Mann. Oh, wisst ihr was, Leute? Wir haben vergessen, euch unsere neueste Kreation zu zeigen. Dieses Zeug hier nennen wir den Trip Tank Sativa. Oh, wow! Du kannst nicht kiffen, du kannst nicht kiffen, du kannst nicht. Du musst noch zu Omi, du kannst nicht kiffen, Steve, du kannst nicht. Zu Omi, Mann. Ich weiß, wir sind beste Freunde, Brüder. Scheiße, ja, 20 Folgen lang beste Freunde, Brüder. Aber uns das Gesicht des anderen auf die Brust zu tätowieren, ist das Erste, was wir je getan haben. Aber hallo, wäre doch eine Schande, diese Meisterwerke nicht mit der Welt zu teilen. Eins, zwei, drei. Verdammt, Roy.